Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Heute mal wieder mit einem neuen Ball, weil der ist reduziert im Angebot und für diesen Preis, finde ich, sind halt wirklich Kunstlederbälle absolut zu empfehlen. Wenn natürlich die Qualität auch in dem Rahmen passt. Ihr wisst, Preis-Leistung ist das Allerwichtigste bei Kunstlederbällen, wie ich finde. Ein Kunstleder-Basketball im Bereich von 40, 45 Euro. Okay, passt, finde ich. Drunter natürlich noch besser, wenn die Qualität passt. Drüber sage ich schon, dafür gibt es doch viel zu viele andere Bälle, wo man sagt, hey, muss das sein? Jetzt gucken wir uns den hier mal an. Er kommt nicht aufgepumpt, wie ihr seht. Ne? Das ist gleich so eine Sache, was natürlich den Preis auch wieder so ein bisschen drücken kann, weil zum Beispiel meine Bälle verschicke ich immer aufgepumpt und umso größer das Paket, umso teurer ist natürlich auch der Versand. Ne? Also für den hier brauchst du schon mal wieder eine Luftpumpe. Ein sehr knalliges Orange, ungewohnt eigentlich. Fühlt sich so schon mal schön an. Das ist gleich das erste, wo du schon siehst, ah, schön, nice, okay. Kostenpunkt 34,95 inklusive Versand. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Das kriege ich. Mein Ball kostet ja auch 35 Euro, aber der Versand natürlich noch aufgepumpt, nochmal 6 Euro dazu. Um den Dreh jetzt so, wenn ich versende, muss ich bei DHL 5,99 zahlen. Das ist halt immer so Punkte, die mit ins Produkt einfließen. Das muss man mitberechnen für jemanden, der denkt, aber Mike, was kostet der jetzt 6 Euro mehr? Ne, aber so macht er schon mal einen besseren Eindruck als den letzten NCAA, den ich vor 2 Wochen vorgestellt habe. Könnt ihr euch daran erinnern, den fand ich wirklich für den Preis eigentlich schon sehr schwach von Wilson. Der macht jetzt hier echt einen besseren Eindruck. Der pumpt nicht gut die Timer auf. So, okay. Ja doch, der fühlt sich sehr schön an. Was ich gleich wieder merke, ist immer die Kanten, die Ecken auch wieder so ein bisschen spitz. Nicht so spitz wie der vom letzten Mal. Aber hier und auch da hier oben die Verarbeitung, die Linien kreuzen sich nicht. Da ist wirklich eine Gummischicht drüber. Also das ist wirklich ein bisschen komisch, dass sie das nicht durchgehend gemacht haben. Hier ist so ein bisschen geht er ab. Das sind so kleine Feinheiten, wie ich finde. Auch da, die Ränder, die sind schon wieder so spitz. Wieso macht Wilson das so? Früher gab es das bei Wilson zum Beispiel nicht. Das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, da könnte natürlich das Material sich schneller ablösen, weil wenn es jetzt schon übersteht, ne, immer durch Schleifen geht es natürlich mal schneller ab dann, wenn die Kleber nicht richtig halten. Ansonsten doch ein sehr schöner Ball. Für den Preis, wie gesagt, 35 Euro, das ist so eine Ansage, wo ich sage, hey, geil, kannst du dir angucken. Farblich, wenn es jemanden stört, dass er zu orange ist, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Der NCAA Legend VTX. Ja. Wie viele NCAA-Modelle es mittlerweile gibt, ne? Jetzt neu noch dazu, das NBA-Logo ist jetzt gar nicht vertreten, ne? Es wundert mich eh, dass jetzt will, wenn Wilson einen neuen Ball rausbringt, dass die nicht immer irgendwie das NBA-Logo mit präsentieren wollen, alleine so für Werbezwecke, dass du denkst, hey, cool, NBA, der muss was drauf haben, würde ich mir jetzt denken, ne? Jetzt, was mich noch interessiert, bei Amazon, Link ist übrigens unten in der Videobeschreibung, ihr wisst von dem Ball, steht 590 Gramm. Da möchte ich mal schnell schauen, ob er auch so viel wiegt. 589, boah, das stimmt sogar genau. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. 590 Gramm, kann man sagen. 589. Also das ist schon mal, weil viele schimpfen, dass meiner zu schwer ist. Mal schnell den Vergleich zu meinem unglaublich schweren Heavyweight-Ball, ne? Der so schwer ist. 625. Puh, 35 Gramm ist meine schwerer. Es ist mal eine Ansage für diejenigen, die sagen, er ist leichter. So, jetzt reden wir hier halt wirklich von 35 Gramm. Hey, ich schwöre es dir. Gib jemanden mit verschlossenen Augen, gib jemand die Bälle in die Hand. Am besten noch mit Handschuhe, damit er das Material nicht fühlt, den Unterschied. Und dann lass ihn mal sagen, welcher Ball ist leichter. 35 Gramm. Also da musst du wirklich, hey. Ich habe mich letztens schon ein bisschen drüber lustig gemacht um jemanden, der sich beschwert hat, dass mein Ball zu schwer ist. Ne? Ihr wisst, der Toleranz ist 560 bis 650 oder so. Wie war es nochmal genau? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall ist meiner da wirklich in der Toleranz Mitte drinnen. Der ist schon extrem leicht.
dann in der Hinsicht aber spüren, Alter. Hä? Also spüren. Boah, da musst du schon echt ein Feingefühl haben, ne? Ich meine, 35 Gramm, das sind wie viel Scheiben Wurst, wenn man das so rechnen möchte? 4 Scheiben Wurst? Ich weiß es nicht genau. Also das, Alter, merkst du mit Sicherheit nicht. Also wenn das dein Argument ist, dass der Ball zu leicht und zu schwer ist, hey, würdest du nicht drauf kommen, wenn ich es dir nicht sagen würde. Wette ich mit dir um alles. Wette ich mit dir um alles. Also ein Kaufgrund, dass der Ball 35 Gramm zu leicht ist, das habe ich auch noch nie gehabt. Da würde ich nicht drauf kommen, ne? Weil das spürst du einfach nicht mal. Nee, aber ansonsten ist das echt ein schöner Ball. Ich kann jetzt den gar nicht greifen, ne? Das ist ja auch sehr griffig. Ja, okay, der ist ein bisschen benutzt, der ist ein bisschen staubig. Also wirklich, hey, der Wilson, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Farblich vom Style her, meiner gewinnt natürlich. Ja, ne? Check ihn aus, unten Videobeschreibung, wer weiß, wie viele davon noch verfügbar sind. Für den Preis, andere Sache, wie lange bleibt der Preis so? Das ist ja auch so ein Ding bei Amazon immer sehr gerne. Alter, wie viele Bälle habe ich über die Jahre hinweg schon empfohlen? Und am Anfang geiler Preis, 35 Euro. Und dann über die Jahre hinweg, Alter, haben die sich teilweise verdoppelt. Ne? Bis 50 Euro hochgegangen die Preise. Daher, wenn du zuschlägst, dann jetzt. Für diejenigen, die meinen Ball nicht mögen, nicht feiern, hol dir den. Ne? Das ist ein bisschen zu orange, würde ich jetzt sagen. Aber ob das jemanden stört, nur so vom Gedanken her. Ja, weißt du, ich finde schon, dieses ist eigentlich mehr die Basketballfarbe, wie ich finde. Aber wird mich jetzt nicht stören, Alter. Für 35 Euro, hey, schlägst du eigentlich zu, oder? Das ist jetzt meine Meinung. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Gewicht, wie gesagt, da bin ich persönlich total raus, wäre die 35 Euro. Ohne Scheiß, wer jetzt irgendwie sagt, oh, mit dem kann ich nicht dribbeln, das sind 35 Gramm zu viel. Oh, mit dem komme ich nicht so vom Dreier so weit. Der ist mir 35 Gramm zu leicht. Ne, wer mit so einem Argument kommt, Alter, hey, ich würde echt sagen, verkneif dir das und erzähl das keinem, ne? Dass du wegen 35 Gramm nicht deine Leistung bringen kannst. Dass du zu schwach bist, um 35 Gramm zu stemmen. Ne? Das ist so ein bisschen, Alter, ich würde es mir überlegen, wem du das sagst, weil es ist ein bisschen lächerlich. Ne? Weißt du, wie ich meine? Aber ich möchte jetzt hier nicht haten, ist nur meine persönliche Meinung dazu. Und ansonsten, wie gesagt, unten in der Beschreibung, check ihn aus, solange er noch verfügbar ist, echt ein guter Ball. Einziger Kritikpunkt, was ich jetzt so bei dem hier habe, sind so ein bisschen die Kanten, die Ecken. Das war auch beim letzten Ball schon, wo ich vorgestellt habe, aber das ist jetzt nicht wirklich gravierend, ne? Das, ohne Scheiß, das hat meiner zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Nur mal so als Vergleich. Ich weiß, ich bringe mal meinen zum Vergleich. Muss ich ja. Ich muss so ein bisschen. Ne? Nee, aber echt, absolute Kaufempfehlung. Gönn dir einen, solange er noch so günstig ist, solange sie noch verfügbar sind. Ich weiß nicht, wie viel es noch gibt. Der Wilson NCAA Legend VTX. So sieht's aus. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mr. 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 Mike, Mike.